Attention. Erdem Yalçındak ist einer der ersten türkischen Berliner mit deutschem Jagdschein und eigenem Jagdrevier. Na dann, Waldmanns Heil. Jagdflinte und Dönermesser, beides gehört zum Alltag von Erdem Yalçındak. In der Türkei war er Englischlehrer. In Berlin betreibt er seit Jahren ein Bistro in der lebhaften Neuköllner Sonnenallee. Für seine Kunden schneidet er meistens Dönerfleisch vom Spieß. Manchmal bereitet er auch das Wild zu, das er bei der Jagd erlegt hat. Also Rezepte kann ich machen, so mit Gemüse, Backofen, so ist das. Und die Enten, Hasen, Fasan teilweise, wenn ich Lust habe, mache ich gerne. Ja. Doch die Arbeit im Bistro ist für ihn nicht alles. Als Ausgleich geht er auf die Jagd. Seit kurzem hat er sein eigenes Revier. Dort gibt es neben Rehen und Enten viele Wildschweine, auf die er natürlich auch schießt. Obwohl er selbst kein Schweinefleisch isst. Ich bin Muslim, deshalb esse ich nicht Schweinefleisch. Aber an jeden der anderen Wildarten ich esse ich gerne, außer Schwein. Aber ich schieße gerne als Jäger. So oft er kann, legt er die Schürze ab und wirft sich in seine Jagdmontur. Dann geht es los Richtung Schönefeld. Sein Revier liegt zwischen Wassmannsdorf, Großzieten und Kleinzieten. Auf 700 Hektar gibt es alles, was das Jägerherz begehrt. Wald, Wasser und Wiesen. Hier dürfen sich seine beiden Hunde austoben. Utz von der Ebershöhe, ein englischer Pointer, und Graf von der Wartelshöhe, ein Weimaraner, beide mehrfach preisgekrönt. Sie sind für Erdem Yalçındak so wichtig wie sein deutscher Jagdschein. Die Prüfung dafür ist sehr schwer, deshalb gibt es hier wenige ausländische Jäger. Von seinen deutschen Kollegen fühlt er sich voll akzeptiert. Ja klar, das spielt keine Rolle, ob Deutsche oder Amerikaner, Italiener, weil die Jäger, verstehen sich, die leben in gleicher Welt. Das ist die Hauptsache, die Gefühle, die sind alles gleich. Im Wald und auf der Heide, da such ich meine Freude, ich bin ein Jägersmann. Am Bach sucht der Jäger nach Wildenten. Auch der Hund hat welche gewittert. Aber schießen lohnt sich diesmal nicht, denn diese hier fliegen viel zu hoch. Enttäuscht ist er dennoch nicht, denn Beute zu machen ist nicht das Wichtigste für ihn. Von meiner Seite muss nicht so immer so schießen, wie gesagt, aber muss man draußen am Kanzel sitzen, Tee trinken, ein bisschen was von alten Träumen. Also gemütlich genießen, die, also natürlich, wenn die draußen sind, besser als weg vom Stadt. Kein Stress, Ruhe, Telefon aus, ist okay. Langsam dämmert es. Es ist Zeit, auf der Kanzel anzusitzen. So nennt man im Jägerlatein das Warten auf dem Hochsitz. Vielleicht kommt ein Reh vorbei, vielleicht ein Wildschwein. Der Abend ist noch lang und Erdem Yalçındak hat keine Eile.